und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und zwar aus dem LS220 und zwar aus der Nein-Projekt und zwar dem LS220 Nordfriesische Marsch Vierfachprojekt. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch. Jo, ich hoffe, ihr werdet das Projekt mögen. Schaut gern meine Videos, lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefällt. Und ja, dann sage ich einmal so, was da auf dem Hof ist. Und jo, ich weiß, in der Anleitung habe ich ein bisschen viel Wörter hintereinander benutzt, aber naja. Machen wir eine kleine Produktion. Wasser und Steine. Ah, ja, da seht ihr, habt ihr eben im letzten Time das Video gesehen. Da haben wir Bienen, da haben wir Bäckerei oder was das ist, genau. Jo, genau. Da haben wir Schweinefutter. Da hinten haben wir eine kleine BGA. So, für den Anfang würde ich sagen, reicht mal. Dann haben wir Tiere, Schweine, Kühe und Hühner. Jo, dann würde ich sagen, schnappen wir uns einmal meinen Lieblingstank da, und zwar, ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll. Oder den Schlüter. Nehmen wir mal den McCormick. Schnappen wir uns das Mähwerk. Und dann mähen wir mal da die Wiesen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, auf was wir als erstes gehen sollen. Was wir so hauptsächlich machen sollen, was wir ansehen sollen und so weiter. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So. Natürlich habe ich wieder Curseplay mit oben. Wie man sieht, gehört das Schalt auch noch uns. Ah, da ist ein Zuckerrücken, um die kann mir nicht. Das mag ich nicht, da kannst du mich gern haben. Das ist nicht so mehr für die Frucht. Aber jetzt gehen wir jetzt erstmal da ein bisschen da die Wiesen oben. Jetzt mal schauen, wie wir da. Genau, wie kann ich den Modus ausbilden? Ah, den mit Steuerung Z. So. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Kombi haltet. So, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, genau das schon. So, schauen wir mal, wie das Projekt da so wird.
Jo, da sind eben die Schweine, Hühner und Kuhstall. Schreib es gerne mal in die Kommentare, auf was wir als erstes gehen sollen. Oder gleich auf alles. Liebe Grüße gehen an den Fedaction for the Sixth. Vielen lieben Dank für die Map, damit du immer weiter baust in jedem LS. Das macht einfach Spaß auf deiner Map zu spielen. Und ja, das wollte ich nur loswerden. So, dann fangen wir mal an. Zweite Folge von dem Projekt. Gespannt, wie lange das Projekt gehen wird. Ich will mal da erreichen, weil beim YouTuber, die ich verfolge, die haben jetzt schon 130 Euro. Ja. Aber die Map hat da auch so viel Potenzial, da kannst du einfach so viel machen. Das ist alles schon. Und du hast einfach so viel Fläche, was du bewirtschaften kannst. Die Stelle ist ein bisschen kompliziert da, aber das geht schon. Aber ich habe noch was Schönes gekauft, das sage ich später, wenn es soweit ist. Das ist noch nicht in der Timelapse drin gewesen. Video oder so. Da kommt, wie lange das da dauert. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie bei euch das Wetter ist. Ob das auch so heiß ist wie bei mir. Oder ja, und das Wetter hat es. Produktionen, bis wir die zum Laufen bringen. Out. Aber wenn es geht, dann läuft es.
Noch zwei Bohnen oder so, dann haben wir es geschafft. Und schreibt mal eure Meinung zu dem Gefährten in die Kommentare. Würde mich interessieren. Nummer dafür habe ich alle nummeriert. Lass mal da mal so stehen. Schauen wir noch mal kurz, was da alles reingeht. Gas. Silageproduktion haben wir aber auch keine, gell? Muss ich noch annehmen. Aber das wäre dann noch eine Aufnahme für euch schon. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst du gerne ein Abo und ein Like da. Schreibt es einen netten Kommentar. Bis dann, was geht. Ciao, ciao.